Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 41 von City Skylines. Und wir sind wieder drinnen in dem Spiel. Letztes Mal hatten wir hier in unserem neuen Viertel geguckt, was wir da machen müssen. Und da wollten wir bei der Bildung weitermachen. Da ist noch ein Haus, was wir erstmal abreißen sollten vielleicht. Sonst noch irgendwas? Es jingelt gerade überall. Da links ist auch noch ein verlassenes Haus. Auch weg. Da fehlen Arbeiter. Hier fehlt Strom. Da fehlt auch Strom. Gucken wir erstmal nach Strom. Da drüben sind Windräder und hier nicht. Wir holen es von hier rechts rüber. Was vielleicht am meisten Sinn macht, oder? So, dann haben die auf jeden Fall Strom. Da wird schon wieder gebaut. Was würden denn hier Windräder irgendwo was bringen? Oh, da hinten ist riesiges Gebiet für Wind. Wegen hoch und so. Was haben wir denn hier? Einkaufszentrum. Okay, das würde bedeuten, wir machen das ganz einfach so, dass wir hier. Ah, das ist sogar bis zur Ecke. Das heißt, es kann nicht lange dauern. Nächstes Haus wird gebaut und dann geht's da voran, oder? Ja, lassen wir erstmal so. So, wir waren aber hier bei der Bildung. Und da fehlt es schon mal definitiv an einer Grundschule. Und zwar hier hinten überall. Ja, die machen wir mal einfach hier ins Wohngebiet, glaube ich, rein, oder? Wo sie da relativ schlecht ist. Na, wo sollte man die denn hinsetzen, dass das passt mit den Straßen? Dann doch hier hin. Obwohl da rechts wirklich keiner hin muss, ne? Komm, machen wir da hin. Und da fehlt es natürlich, aber das ist jetzt auch egal. Dann die nächste Schule wäre diese, fehlt auch überall, hat einen größeren Einzugsbereich. Machen wir einfach hier mal hin. Okay, das wird überall hingehen fast. Die würde ich dann mal hier hin machen wollen. Machen wir sie hier. Dahin, fertig. Und hier haben wir noch so eine schicke Schule. Da will sie gar nicht hin. Da würde sie hingehen. Und wie sieht's hier aus? Ja, da haben wir dann alles abgedeckt hier hinten, ne? Komm, zack, passt. Okay, dann fährt der Bus noch irgendwo? Nein. Doch hier vorne fährt ein Bus, guck an. Dreht da um und fährt wieder zurück. Da haben wir eine U-Bahn dort, die wir vielleicht. Wo fährt denn die hin? Fährt bis nach da. Jetzt sollte man die einfach nur verlängern, ich weiß nicht. Ja, ich glaube, wir machen das so, dass wir sie hier bauen. Das hat jetzt nicht geklappt. Ich wollte sie da anschließen und die sollte prinzipiell bis hierhin gehen. Ach so, nee, da sind wir auf dem Holzweg. Wir müssen erstmal hier die Sach schon U-Bahn hinbauen, ne? Und ich denke mal, hier wäre vielleicht gar nicht mehr so schlecht, am Krankenhaus eine zu haben, oder? Und dann bauen wir hier noch eine hin. Und das ist ein Güterbahnhof, ne, oder? Könnte man hier irgendwo eine hinbauen? Ja, da müsste man nur das Haus abreißen für. Andere Seite sieht auch nicht gut aus.
Da oben ist die Industrie. Hier drinnen wäre so natürlich auch nicht schlecht, ne? Komm, zack, dahin und ist gut. Finden die jetzt nicht so doll, die da wohnen, aber ist nicht immer alles so schön, wie man das haben möchte, ne? Machen wir mal dahin die Strecke und dann ziehen wir sie so rum. Und da weg und da dran. Die muss dann nach hier. Gefällt mir nicht so ganz, wie der da rüber geht. So sieht's besser aus, oder? So, das haben wir auch. Und jetzt muss sie von dort noch nach da. Und das geht ja ganz gerade, ne? So, und dann nur eine Linie hin. Die kann auch hier starten. Jetzt haben wir wahrscheinlich irgendwas kaputt gemacht, oder? Dann starten wir sie besser hier hinten, glaube ich. Hier ans Krankenhaus. Und da umsteigen. Und dann wieder zurück. Und hier schließen, ne? Passt. Haben wir eigentlich schon Boote? Nein, haben wir noch nicht. Gut. Ja, das sieht dann so aus, als ob das das schon ist. Dann machen wir vielleicht ein bisschen grün hier auch. Ja, da wäre überall nirgends sowas mit grün. Das ist zu groß. Hier wird noch was gehen. Aber wirklich auch nicht. Da haben wir eine Straße freigelassen. Ja, der will irgendwie nicht der Park. Gucken wir mal noch was kleineren, ob das geht. Da war schon was zu sehen, dass es geht. Da machen wir hier einen rein. Und hier direkt neben, dann sind die auch alle happy. Hier sieht es auch so aus, als ob wir einen schönen Park machen könnten. Ach, hier hätten wir auch einen großen machen können. Naja, dann machen wir den großen hier beim Krankenhaus hin. Dann freuen die sich doch auch alle. Ja. Basteln wir sofort noch ein paar mehr. Der will da nicht hin. Keine Ahnung, warum nicht. Alle glücklich hier. Und hier ist noch ein freies Plätzchen. Machen wir auch da eins hin. Gut, Pack. Gemacht. Einzigartige Gebäude. Statue des Wohlstandes. Müsste ja hier irgendwo hin, ne? So mitten ins Zentrum rein eigentlich. Oder da. Ja, weiß ich auch nicht, ne? Sollen wir sie da kommen? Wir setzen sie einfach dahin. So als Pilgerstätte. So. Sagt die Wirtschaft. Das lassen wir alle so, da ändern wir mal nichts dran, ne? Nur Strom. Das machen wir mal dahin. Ich glaube, das ist, ne, ein Tacken tiefer, dann ist es passend, oder? So. Haben wir das geschafft? Da und da will man natürlich dann auch Strom haben. Da drüben ist auch Stromproblem für die U-Bahn. Die braucht tatsächlich Strom, du glaubst es doch nicht, oder?
Irgendwo. Und da gehen wir auf der Seite ein bisschen höher. Ist ja auch gerade verlangt, ne? Und schon ist der Strom hier gelöst, oder wie sehe ich das? Ja, abreißen. Dies, das. Sonst sieht's alles gut aus, oder? Muss hier noch was abgerissen werden? Ich glaube nicht. Das ist alles gut. Hier sieht's auch alles prima aus. Da sind welche. Hier hinten ist ein abgebranntes Haus, das kann auch weg. Und da auch noch zwei. Auch weg. Hier ist ordentlich was zu machen. Was haben wir da für tolle Symbole? Was heißt das? Kranke Bürger. Okay, dann brauchen wir da einen Arzt. Ja, okay, da ist irgendwie etwas schwierig. Zack. Ein schönes Krankenhaus hingebaut. Das sieht alles gut aus. Hier ist ein Krankenhaus. Da ist ein Arzt. Die sind alle grün, die Straßen. Hier unten fehlt es irgendwie noch mit dem Arzt. Kein Problem, haben wir jetzt auch. Hier mittendrin ist es nur ein bisschen kränkelnd, aber... Eigentlich sollte das funktionieren, ne? Oder? Komm, wir machen da noch einen Arzt neben. Da fehlt es auch am Doktor. Machen wir so. Die brauchen keinen. Aber wir könnten da rein theoretisch einen hinmachen, ne? Da will er nicht. Da will er auch nicht. Dann lassen wir das. Gut, ich denke, ist auch erstmal okay. Da ist schon wieder ein Haus kaputt. Sieht's feuerwehrtechnisch aus? Ach so, da fehlt hier irgendwie noch was. Ja, komm, hier kommt noch eine Feuerwehr hin. Aber wir wollten sowas hier auch mal haben, ne? Komm, zur Unterstützung. Passt schon. Polizeistation gibt es auch eine große. Haben wir sowas schon? Da ist was Kleines. Da ist was Großes. Vorstadtrevier. Die setzen wir hier dann noch hin. Passt. Gut, dann würde ich sagen, brauchen wir noch mehr Straßen. Vor allem gerade Bewohner, so wie es aussieht. Das sind vierspurige. Nee, das wollen wir nicht. Wir wollen jetzt hier zweispurige machen. So, hier ein bisschen schicker, ne? So. Ne, dann machen wir mal diese hier hin. Das geht gar nicht so, okay. Okay, mal ein bisschen kleiner um die Kurve. Kriegen wir vielleicht noch hin, oder?
Ja, machen wir so. Und so. Nee, dann machen wir die ganz einfach da. Ah, geht nicht ganz. Zup. Na, das gefällt mir irgendwie nicht. So. Und so, fertig. Da nicht mehr. Dann würde ich sagen, können wir hier eine reinmachen. Machen wir mal zurück. Tacken weiter nach da. So. Passt sie. Und einfach da einer rein. Super. Entschuldigung. Da musste ich mal husten. So, jetzt hier. Bewohnertechnisch machen wir hier erstmal die Blocks. Einfach aus dem Grunde, weil die dann den Lärm mehr von der Autobahn abhalten, ne? So, denke ich mal, ne? Das können wir auch so machen. Und hier auch. Da machen wir das auch hin. Gut. Passt schon. So, und die kleinen Häuser machen wir alle hier in der Mitte hin. Ein bisschen reinzoomen, dann ist das auch von dem Straßenverkehr nicht so laut. Ich soll gleich nur nach Wasser gucken, ne? Ob das mit dem Wasser alles klappt. Dann kann so ein Schrebergarten hin. So, sieht gut aus. Was sagt das Wasser? Ist noch nicht erschlossen. Machen wir von da. Nach da. Und da rein. Und dann müssen wir noch nach da, ne? Passt. Strom wird dann von alleine kommen. Das sollte nicht das Problem sein. So, einigermaßen gut, oder? Wie sieht's mit Müllabfuhr hier aus? Das ist alles im grünen Bereich. Da oben ist irgendwie immer so ein Müllsymbol. Aber der Müllplatz ist direkt daneben. Ah, vielleicht sollten wir mal gerade hier reingucken. Voll. Und da, ja, wir haben Müllproblem irgendwie, kann das sein? Das raus, und da können wir schon wieder füllen. Wie sieht das hier aus? 37% voll. Und 99% voll, können wir leeren. Hier in der Mitte war noch was. Das muss entleert werden. Das braucht nicht mehr entleert werden. Ist zwar nicht leer, aber, ne? Hier unten war noch. Ist voll, muss also entleert werden. Und hier, 74%. Ich glaube, da bauen wir mal gerade noch ein Werk daneben, ne? Funktioniert irgendwie gerade nicht so richtig. Und hier oben war das eigentlich auch schon so, ne? Sollte man überlegen, vielleicht auch noch eins mehr hinzubauen. Komm, zack. So.
Es war ein bisschen doof auf der einen Seite, aber man sieht, hier ist schon wieder so eine Mülltonne am Blinken, ne? Da oben fehlt es an Wasser. Fast. Gut. Hier ist auch ein Müllproblem. Aber das sollte ja gleich gelöst werden. Die anderen Müllkippen sind ja schon wieder unterwegs, ne? Gut. Wasser ist okay soweit. Weitere Statistiken einmal gerade einblenden. Strom haben wir noch genug. Wasser hatten wir. Müll geht so. Müllverbrennungsanlage. Was ist mit der? Achso, die ist schon ziemlich am Limit. Okay, da müssen wir dann nächstes Mal vielleicht überlegen, was zu machen. Bildung sieht einigermaßen gut aus. Zufriedenheit ist auch relativ gut, beziehungsweise Gesundheit ist super. Ja, Wohngebietsstufen sieht man jetzt schön, könnte man über den hinterher gucken, machen wir nächstes Mal. Das ist der Wind, der da pustet und der Kollaps mit den Straßen. Hier ist alles rot, da müssen wir mal vielleicht nächstes Mal mit den Straßen weiter auch gucken, ne? Verschmutzung ist klar. Da wo Industrie ist, ist es dreckig, da ist auch Lärm. Feuersicherheit ist, glaube ich, gut. Naja, sind auch ein paar rote Flecken. Müssen wir mal gucken, Kriminalität ist niedrig. Transportnetz müssen wir auch noch weiter ausbauen. Straße, sag ich mal, machen wir dann nächstes Mal, ne? Gut, dann würde ich sagen, soll es für die Folge aber erstmal wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.